Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Elden Ring Video ist heute für euch am Start. Und während es im letzten noch darum ging, Fehler zu vermeiden und welche das sind, geht es heute um einige Tipps und Tricks, die ziemlich gut versteckt sind und die euch möglicherweise entgangen sind. Wir fangen an rund um das Thema Schilder. Ja, tatsächlich, bei Schilden ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass viele Gegner, die ungefähr auf eurer Größe sind, von eurem Schild abprallen. Das gleiche gilt aber auch für größere Gegner, wenn ihr einfach nur ein größeres Schild verwendet oder ihr euer Schild magisch verstärkt, zum Beispiel mit dem Barrikadenschild-Skill. Auch dann prallen die gegnerischen Angriffe ab und die sind offen für Counter. Und apropos Counter, ihr wisst ja bestimmt, dass wenn ihr einen Angriff rechtzeitig blockt, ihr mit R2 direkt einen schnellen Schlag hinterherführen könnt. Nun zählt das aber auch für Fernkampfangriffe. Ist nicht oft praktisch im Kampf, weil durch Fernkampfangriffe die Gegner normalerweise weiter von einem weg sind, aber wenn ihr zum Beispiel einen habt, der die ganze Zeit mit etwas auf euch schmeißt, könnt ihr den anderen direkt dafür bestrafen, dass etwas auf euch geschmissen wurde. Ziemlich stylisch. Und bei stylischen Moves mit dem Schild darf man natürlich auch die Parade nicht vergessen. Nun könnt ihr nicht nur damit Fußsoldaten kontern, sondern auch Leute zu Pferde. Die könnt ihr runterholen, indem ihr einfach kontinuierlich aufs Pferd einschlagt, oder aber ihr macht es richtig stylisch und holt ihn runter, indem ihr zu rechten Moment, ja, jetzt gedacht, die Parade vollführt und den dann am Boden richtig zur Schnecke macht. Eine Sache gibt es noch den Schild betreffend, und zwar, dass ihr dort auch als Kriegsasche kein Talent ausführen könnt, damit ihr ganz normal mit L2 eure Waffenfertigkeit benutzt. Jetzt ist aber noch der Clou, wenn ihr in eurer rechten Hand als zweiten Slot nichts habt und nur eine Waffe ausgerüstet habt, dann könnt ihr mit eurer bloßen Faust quasi als L2 jetzt einen Tritt ausführen, der besonders gegen Schildgegner super praktisch ist. Da könnt ihr dann einfach den Schild sozusagen zur Seite treten, ganz nah rangehen, zu eurer Waffe wieder wechseln und so den offenen Gegner dumm dastehen lassen. Und ja, das funktioniert tatsächlich bei allen Gegnern, die ein Schild haben. Klar, irgendwann könnt ihr mit genügend Schlägen auf das Schild auch seine Haltung brechen und das Schild zur Seite schlagen, aber warum nicht viel cooler mit nur einem einzigen Tritt? Als nächstes kommen wir zur Waffenhand von Gegnern. Ganz oft werdet ihr merken, dass Leute zu Fuß, aber auch eben zu Pferde, nur eine Waffe in der Hand haben und dementsprechend nur auf einer Seite so richtig fiese Schläge vollführen. Zum Beispiel dieser schwarze Ritter hier, der in der linken Hand einfach nichts hat. Das bedeutet, wenn ihr da einfach nur ganz oft auf seine linke Seite geht, werdet ihr sehen, dass er versucht, sich umzudrehen und viel Zeit damit verschwendet und viel Offenheit bietet für Konterschläge von eurer Seite. Oder dieser Kürbiskopf, der auch in der linken Hand nichts hat, alle Rechtshänder, wie es ausschaut, also nutzt die linke Seite aus, die viel harmlosere Schläge vollführt. Als nächstes kommen wir zum Leiterkampf. Ihr könnt auf der Leiter mit R1 nach oben und mit R2 einen Kick nach unten machen, aber Vorsicht, das kostet Ausdauer und jeder Gegner kann das auch und euch die Ausdauer aufbrauchen und dann fallt ihr darunter. Stattdessen könnt ihr euch einfach auch mit Kreis selbst fallen lassen und schon auf dem Weg nach unten einen Schlag vollführen und den ersten auf der Leiter treffen. Als nächstes kommen wir zu großen schweren Waffen und ein paar Tricks, was das Pferd angeht. Wenn ihr schwere Waffen führen wollt, für die ihr zum Beispiel nicht genügend Stärke habt, könnt ihr die in zwei Hände nehmen, damit das Ganze funktioniert. Und wenn ihr das davor macht, bevor ihr auf ein Pferd aufsteigt, könnt ihr trotzdem den vollen Schaden auch beritten vollführen, obwohl ihr ja eigentlich zu Pferde, zumindest sieht es so aus, nur mit einer Hand rumschlagt. Aber wichtig ist eben, das davor zu machen, bevor ihr aufsteigt. Ihr seht hier, ich mache knapp 200 Schaden. Wenn ich jetzt allerdings das Ganze nur in einer Hand nehme und dann zuschlage, ja, dann gibt es nur knapp 40 Schaden, weil ich eben an sich keine 40 Stärke habe, um das zu führen. Also wichtig einfach, bevor ihr aufspringt, das Ganze zweihändig nehmen. Auch ist interessant, dass ihr trotz großer Last und langsamer Rolle auf dem Pferd keine Geschwindigkeit einbüßt. Hier könnt ihr also so dick gepanzert sein, wie ihr das nur wollt. Und wusstet ihr auch, dass ihr ein paar Unsterblichkeitsframes bekommt, wenn ihr vom Pferd absteigt oder davon aufsteigt? Ja, wenn ihr im rechten Moment, während euch ein Schlag normalerweise treffen würdet, genau diesen Move vollführt, steht ihr einfach ungeschoren ganz cool weiterhin da. Und gerade wenn ihr auch große Last habt und die Rolle so langsam ist, lohnt es sich stattdessen vielleicht zu springen. Nicht nur ist die Geschwindigkeit eurer Sprünge genauso schnell nackt wie dick gepanzert, ihr könnt auch einigen Angriffen deutlich leichter ausweichen, indem ihr darüber hinweg springt, anstatt einfach nur durchzurollen. Aber apropos durchrollen, da gibt es bei jeder Waffe noch einen speziellen Move, der euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist, der nur ausgelöst wird, wenn ihr davor hinwegrollt. Naja, wobei, nicht nur. Er wird auch ausgelöst, wenn ihr euch kurz davor duckt, also einfach nur den linken Stick mal kurz reindrückt, was deutlich effektiver im Kampf sein kann, wenn es ein Move ist, den ihr gerne mal benutzen würdet. Zum Beispiel, indem er noch mehr Reichweite bietet oder einzelne Gegner besonders gut anvisiert. Besonders dann praktisch, wenn eure Waffe dafür sorgt, dass ihr eine langsame Rolle habt. Hier könnt ihr kurz ducken und dann diesen Schlag eben doch vollführen. Na, ist euer Inventar auch manchmal so voll und es dauert ewig, wieder auf die Heiltränke zu kommen? Ja, wenn ihr den auf den ersten Slot gelegt habt, könnt ihr einfach nur Steuerkreuz nach unten gedrückt halten
und so, egal wo ihr seid, direkt wieder zum ersten Slot hinwegspringen. Das gleiche gilt übrigens auch für Magie, wenn ihr das Steuerkreuz nach oben gedrückt haltet. So ist die Heilung wieder zu finden, gar kein Problem mehr. Die Souls-Veteranen unter euch wissen das wahrscheinlich schon, aber Regenbogensteine sind ultra praktisch zur Erkundung. Sie helfen euch nämlich dabei zu entscheiden, ob ein Sprung tödlich ist oder eben nicht. Wenn der unten stehen bleibt und leuchtet, dann ist der Sprung safe. Platzt er stattdessen mit einem solchen Geräusch, dann ist der Sprung tödlich, also hier bitte nicht mehr runterspringen. Also immer schön Regenbogensteine vor die Kanten werfen, dann wisst ihr, ob ihr runter könnt oder eben nicht. Machen wir weiter mit Illusory Walls. Die Souls Games strotzen nur so vor Geheimnissen und Dingen, die anders erscheinen, als sie wirklich sind. Und Wände sind da keine Ausnahme. In diesem Spiel könnt ihr Wände tatsächlich schlagen oder durch sie hindurchrollen, um dahinter Passagen freizulegen. Ihr werdet es wahrscheinlich erst relativ spät im Spiel bemerken, es gibt aber sogar welche, die sind am Boden, wo ihr eine Stampfattacke durchführen müsst, damit ihr den Boden quasi aufdeckt und manchmal führt er noch ein geheimer Keller weiter. Der Multiplayer ist auch so eine Sache, die für neue Spieler echt undurchsichtig ist, wie kompliziert das alleine schon wieder geregelt wurde. Ich meine, es gibt jetzt nicht nur ein Zeichen, das ihr hinterlegen müsst, es musste andere Spieler auch noch jeweils die Herbeirufungsreserve aktivieren, damit dieses Zeichen überhaupt erst auftaucht. Ihr dürft aber auch nicht vom Level zu weit auseinander sein, auch dann funktioniert das nicht mit dem Freunden zusammenspielen. Meiner Erfahrung nach sind so 10 bis 15 Level Unterschied da meistens schon die Grenze, bis zu der das noch klappt. Ihr könnt aber trotzdem neuen Spielern super aushelfen, dass wenn ihr erstmal in deren Welt seid, ein paar nützliche Items für die hinterlasst. Zum Beispiel, falls sie keinen Bock haben erstmal zu grinden, könnt ihr denen ein paar Runen hinterlassen. Auch das funktioniert wunderbar. Ihr könnt nicht alle Items zurücklassen, zumindest wird das dann nicht in deren Welt auftauchen, aber die meisten. Rüstungsteile, Waffen, die ihr doppelt habt. Oder wie wär's zum Beispiel mit Erdenblattblumen, sodass die Krummfingermedizin gar nicht erst kaufen oder zusammensuchen müssen, sondern direkt ein paar Runden im Multiplayer möglich sind. Und falls ihr euch hier einen Boss in der offenen Welt vorknöpfen wollt, ist natürlich erstmal wichtig, dass ihr alle dann kein Pferd mehr haben werdet. Also sind manche Bosse wahrscheinlich gar nicht so clever, das mit mehreren Leuten zu bekämpfen. Aber wenn ihr es schafft, als Host zu überleben, könnt ihr immer wieder herbeibeschworene Leute dagegen antreten lassen, bis der irgendwann mal runtergegrindet wurde. Aber passt auf, denn der Boss bleibt nicht bei seiner Lebensleiste. Immer wenn ihr jemanden beschwört, bekommt er ein Stückchen zurück, beziehungsweise sein Lebensbalken allgemein wird wieder größer. Das bedeutet, manchmal ist das vielleicht gar nicht so clever, dann wollt ihr als Host vielleicht die letzten Schläge doch nochmal alleine tätigen, bevor ihr dessen Lebensbalken ungewollt natürlich doch wieder verlängert. Aber das war's erstmal von meiner Seite. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet. War was für euch Neues dabei? Oder habt ihr vielleicht selber noch ein paar Tipps, die ich jetzt nicht in dem Video hatte, aber die durchaus für Neueinsteiger relevant wären? Schreibt sie unbedingt unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.